So, da sind wir wieder. Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ah, das klingt irgendwie abgedroschen. Ja, auf jeden Fall willkommen bei meinem Stream. Das klingt etwas schöner. Wir spielen heute Siphon Filter weiter, weil ich finde, das ist ein sehr amüsantes Spiel. Und dadurch, dass ich noch nicht gespielt habe, ist es natürlich perfekt, um es jetzt zu spielen. Und wir starten einfach direkt mal los. Okay, es geht direkt weiter. New York City, Empfang im Ausstellungszentrum. Nachricht von Markinson. Den kennen wir, glaube ich, noch nicht. Ich habe Ihren Antrag auf Einsicht in die FBI-Akten von Jonathan Fagan bewilligt. Wahrscheinlich haben Sie mit Ihren Vermutungen recht. Der Farcom-Empfang könnte eine Tarnung für ein Treffen zwischen Fagan und Römer sein. Bleiben Sie Fagan auf den Fersen. Oder Fagan. Aber lassen Sie sich nicht erwischen. Sie können alle Sicherheitsleute von Fagan eliminieren. Aber verwenden Sie nur stumme Waffen. Nach Beobachtung des Treffens müssen Sie Fagan lebend lassen. Egal wie. Der Geheimdienst weiß offiziell nichts von alledem. Spannend. Ja, hi und ja, bis nachher. Wir haben Blutproben von Römers Leuten untersucht. Sie enthalten dieselben chemischen Verbindungen, die auch aus Pflanzen von Römers Plantage in Costa Rica extrahiert und von einer multinationalen Firma namens Farcom patentiert wurden. Laut unserem Kontakt bei der Weltgesundheitsorganisation koordiniert Farcom auch die Bemühungen der WHO, die weltweiten Virusausbrüche aufzuklären. Römer kann eine solche Operation nicht allein auf die Beine stellen. Mit dem Arsenal muss er irgendwo eine riesige Operationsbasis haben. Wer finanziert ihn? Ich habe Farcom schon überprüfen lassen. Der Abschlussbericht hat nichts Konkretes ergeben. Wessen Bericht? Sonnenbrille. Jenkins, der Mann, der unseren Fehleinsatz in Costa Rica koordiniert hat? Der Jenkins Team auf dem Gewissen hat? Wo ist Benton jetzt? Ich habe ihn suspendiert. Also, was wollen Sie tun? Fagan veranstaltet heute Abend einen Empfang in seiner Ausstellung in New York. Ich habe die Sicherheitsdateien angezapft und Pläne für das ganze Gebäude eingesehen. Fagan weiß nicht, wer ich bin. Ich erscheine als Gast und höre ihn über einen Sender ab. Wenn es eine Verbindung gibt, finde ich's raus. Okay, melden Sie sich in 24 Stunden wieder bei mir. Dies ist aber keine standardmäßige Abfang- und Eliminierungsoperation. Wenn Fagan mit Römer zu tun hat, will ich beide lebend. Wenn Sie einen Maulwurf finden, eliminieren Sie ihn. Aber sowas von. Leanne, hier ist was faul. Fagan geht weg. Ich folge ihm. Aber Gabe, sein Signal kommt klar rein. Ich weiß. Jetzt sieht's wieder besser aus. Sorry für den technischen Fehler. Ich hoffe, es ist noch jemand da oder es kommt noch mal jemand rein. Irgendwie ist das Internet gerade einfach weg gewesen. Mal kurz einen Kabelcheck. Ne, alles da. Alles grün. Okay, ich mache einfach mal weiter. Auf jeden Fall, ich schaffe das noch. Meine Waffe nehmen. Geh doch hoch. Okay. Treffe ich den von hier? Ah, verdammt, okay, das war nix. Ob ich den von hinten auch einfach tasern kann? Das könnte ich mal ausprobieren, ne? Ach ja. Oh, ein Scharfschützengewehr. Wieso bin ich nicht da drauf gekommen? Probieren wir das mal. Okay, zielen. Der guckt doch überhaupt nicht offensichtlich in meine Richtung, aber hey. And he's. Du hast dich verraten. Nicht mit Absicht. Was ist denn der andere? Das ist ja schlimmer als jedes andere Stealth-Game. Und
da ist er. Oh Gott. Mal sehen, ob wir einen Headshot hinkriegen. Jawohl. Und der hat nichts mitgekriegt. Jawohl. Das wollten wir doch. Jetzt müssen wir nur noch den unbemerkt ausschalten. So nicht. So sehe ich nichts. Jawohl. Schön. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ah, neue Waffe. Da läuft ja auch gleich noch jemand rum. Bin sehr dankbar für das Rückspul-Feature. Stonehenge. Na schön. Kann ich das irgendwie angucken? Nö, okay. Können wir hier lang? Dass die Kamera einfach nicht extra zu verwenden ist, auch wenn das die Schultertasten wären, das würde mich nicht stören, aber die Kamera ist mit dem Movement verbunden. Das ist nicht so einfach. Okay, der sieht mich, wenn ich da lang gehe. Kann ich den von hier sehen? Seine Hand, okay. Stört mich richtig mit der Steuerung gerade. Okay. Und da vorne ist noch einer. Ich meine, ich habe ja auf dem Radar auch so einen schönen grünen Punkt. Da sieht man das gut. Oh. Wie Sie sehen, sehen Sie einen Stein. Okay, er läuft hin und her. Ich warte, bis er wiederkommt. Yes. Okay, das sind hier erstmal alle. Egypt Exhibit, Maya North. Ja, schön. Ich mag das alte Ägypten. Das ist, muss eine schöne Zeit gewesen sein, bis auf die Sklaven. Okay. Kann man auch so? Tatsächlich nicht. Wow. Die Höhe könnte gut sein. Jawohl. Die Musik auch einfach dazu. So herrlich. Wow, shit. Oh, wait, der hat mich nicht gesehen? Cool. Das hast du jetzt davor. Okay, laufen wir mal ein bisschen schneller. Und wo kam der? Ist hier irgendwo eine Tür? Ah, da. Okay.
Ist nicht safe. Ist nicht safe. Ich wollte gerade sagen, das sieht safe aus, aber es ist nicht safe. Von wo kommt der? Von rechts wahrscheinlich. Anscheinend kommt er erst raus, wenn ich mich bewege, alles klar. Okay, zurück, 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 zurück. Oh, verdammt. Komm jetzt bloß nicht hier rüber. Ich könnte aber für den auch den Schalldämpfer nehmen. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Schuss. Ah, okay, dann vielleicht doch nicht. Was sind das für eine? Ach, das ist so eine Schnellfeuerwaffe, aber... Okay, 4 Schuss, vielleicht reicht das ja. Zu lange geguckt. Komm, dreh dich um. Jawohl. Oh. Wieso bewegt er sich so schnell? Okay. Erstmal Movement abchecken. Nebenbei Tee trinken. Ich finde das voll blöd, der geht nach hinten, dann dreht er sich direkt um und kommt wieder nach vorne. Wie willst du denn den abknallen? Okay, okay, okay. Ah, das klappt so nicht. Muss da schon ein bisschen feiner zielen. Ständig die Kamera mit dem rechten Stick bewegen. Okay. Schnell sein ist hier also die Devise. Ah! Daneben geschossen. Das hat geklappt. Darauf erstmal hier speichern. Okay, weiter geht's. Hier sehe ich niemanden. Ich guck mal kurz auf die Karte. Ich glaube, da muss ich auch hin. Das ist zumindest der blaue Punkt. Und das war bisher eigentlich immer ein Missionsziel. Okay. Fähigen zum geheimen Treffen. Ich habe den doch schon 100 Jahre lang außer Sicht hier verloren. Oh, Cutscene. Schön. Was machen Sie hier? Sie sollten niemals herkommen. Die Pläne haben sich geändert. Raus, ihr beide. Wir regeln das später. Ab jetzt arbeiten wir nicht mehr für Sie. Wir wollen den Standort des Siphonfilterlabors. Leanne, ich habe das Leck im Geheimdienst gefunden. Für wen halten Benton. Sie sich? Benton. Wo ist Römer? Dieser Hunde. Raus, ihr beide. Wer regelt das auf unsere Art? Schnauze, er wurde abgehört. Schnell, raus mit ihm. Moment, ich brauche jetzt erstmal eine andere Waffe. Ja, die ist gut. Wurde jetzt einfach unterbrochen, weil ich... Gut, dann rede erstmal nochmal. Okay,
Alright. Also hat sich Benton jetzt gegen uns gewendet. Der traut sich was. Okay. Das ist Benton. Soll ich auf ihn schießen? Ah, fuck. Hab ich ihn? Na, ich glaube nicht. Boah, das viel Panzerung geschluckt. Jetzt geh halt weiter. Wo ist er denn? Da. Damn. Okay, anders. Ich nehme, glaube ich, die andere Waffe. Die da. 32 Schuss ab dafür. Uff. Geht dadurch aber auch leider sehr schnell leer. Ah, shit, nein, don't do that. Oh mein Gott. Kugelsichere Weste, vielleicht versuche ich ja auch nochmal mit dem Scharfschützengewehr. Achso, ja. Okay. Bisschen runter. Wow. Nicht weglaufen! Da! Das überlebe ich nicht. Okay. Nochmal anders. Kann ich sonst fliehen, frage ich mich. Wahrscheinlich nicht. Wie der an der Wand langläuft, ey. Das ist. Wow. Nehmen wir mal jetzt das Scharfschützengewehr nochmal. Okay. Okay, ich sehe ihn noch nicht. So. Oh nein! Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich versuch's doch nochmal von der anderen Seite. What the hell? Okay, das hat er nicht gesehen. Fantastisch. Das könnte was werden. Wow, ey, Pixelkrieg. Der ist erledigt. Schick noch keinen Bericht an Markinson. Ich will rausfinden, was hier los ist. Wo ist Fagin? Mara muss die Wanze zerstört haben. Sein Signal ist weg. Ich gehe in den Sicherheitsraum und verbinde dich mit ihrem Kamerasystem. Roger, der Farcom-Sicherheitsdienst hat das Gebäude abgeschlossen. Wahrscheinlich suchen sie dich. Ich mach das schon. Wie sich das auch dramatisch die ganze Zeit im Kreis gedreht hat gerade. Herrlich. So, jetzt nehme ich aber die HK5. Und mal gucken, ob ich damit weiterkomme. Einsatzziel hinzugefügt. Jawohl. Farcom hat ein Magnetschlüsselkartensystem. Jedes Tor ist für eine Karte kodiert. Ich versuche, einen Generalcode zu finden. Schau in den Sicherheitsdienstplänen, welche Wächter Schlüssel haben und wo sie sind. Ich versuch's. Er klingt ja immer so ein bisschen gelangweilt, wenn er mit dir redet. Aber naja, kann ja nicht jeder so voller Elan sein. Alright. Steuerung für das Tor, dann drücken wir mal. Hallo?
Gefahr. Wow, wie dramatisch. Die ist leer. Ich wollte eigentlich gerade noch gucken, ob hier irgendwas ist. Nee, auch nur ein Tor. Okay. Ah, jetzt geht das besoffen Laufen wieder los. Hilfe. Andere Waffe. Als ob man Zeit dafür hätte. Oh, meine Panzerung. Hilfe. Okay. Ja, ich muss irgendwie da hoch. Na, so nicht. Ja, einen guten Sprung drauf. Hep. Ach, komm schon. Ah, hier kann ich wieder ein Schloss aufschießen. Ah, die Grafik, die fetzt mich so weg. Es ist so witzig. Okay, da ist keiner. Ich dachte, das ist vielleicht eine Weste. Kann ich gerade echt besser gebrauchen. Ich habe gerade so Resident Evil Flashbacks. Oh. Das war ich nicht. Yeah, coole Musik. Ups. Wo ist denn da einer? Da. Oh nein! Ich spule das zurück. Ich gebe meine Panzerung nicht auf. Oh. Ups. Okay, der ist erledigt. Der mit der kugelsicheren Weste war noch nicht. Oh, so kann ich nicht treffen. Ah, verdammt! Nee, muss ich mir eine andere Waffe machen. Jetzt wird es ein bisschen eng hier mit Munition. Ah ja, da habe ich auch noch was. Zwei Schuss, die hebe ich mal lieber auf. Ihr wisst gar nicht, wie viel hier auf der rechten Seite passiert. Das ist so anstrengend. Okay. Oh wow, nur noch ein Schuss. Gut. Schnell weg. Raus aus der Gefahrenzone. Muss man ja richtig raushalten hier. Okay, da habe ich jetzt ordentlich Munition für. Ah, yes. Soll das eine Treppe sein? Okay, es war keine Treppe, es war einfach nur eine Rutsche. Ach, da hätte ich eigentlich rauskommen können, na gut. Ich nehme erstmal die ganze Munition mit. Besser ist das. Checkpoint!
kommt der denn her? Oh, verdammt, ey. Meine Kugel sich ihre Bestes durch. Hier ist noch einer. Wo führt das nur alles hin? Wo war denn der gerade? Ah, noch einer. Jawoll! Okay. Kommen wir da durch? Das ist bestimmt ein Schalter. Ist das ein Schalter? Das ist kein Schalter. Nein! Wieso ist da kein Schalter? Wieso kommt da noch mehr? Und wo kommt die überhaupt her? Sehr mysteriös. Alles, was ich wegballer, muss ich von denen erstmal wieder einsammeln. Ups. Muss ich vielleicht auf die andere Seite? Ich gucke erstmal nochmal hier. Ne, das ist zu. Unten ist auch zu. Kann man hier irgendwas drücken? Nein, das ist einfach nur ein Bild, dass das der Maya-Tempel? Tempel der Maya ist so. Bevor ich mich hier total verquatsche. Ja, eigentlich kann das hier jetzt keinen Unterschied machen. Ich meine, von hier bin ich ja gekommen. Vielleicht muss ich das Knöpfchen drücken. Das klingt gut. Ne, das war doch nicht so gut. Was nicht die? Oh ne, was die hier hinten? Oh, come on. Okay, nochmal hoch. Ja. Das wird schon, das wird schon, das schaffen wir. Das ist das mit dem Runterrutschen eigentlich gar nicht so blöd. Okay. Ready, steady, go! Wo? Schnell! 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 Ja! Puh, okay. Ich speichere hier mal vorsichtshalber, auch wenn ich zurückspulen kann, aber speichern ist immer nett. Kein Ziel verfügbar, okay. Schluckmut antrinken. Alright. Frontiers of Space. Ah, ich bin jetzt im Weltraum-Ding. Okay, das ist eigentlich da unten, aber gut. Was stand da gerade? Aktuelle Position, klar. Sicherheitsschlüsselkarten suchen. Fagin lebend fassen. Ach ja, stimmt. Ja, das sind solche nicht. Die stöten. Okay. Da hinten ist einer. Uff. Ich glaube, der weiß, dass ich hier bin, auch wenn ich leise bin. Heilige Scheiße. Ja! Oh fuck, oh fuck. So treffe ich nicht. Ich dachte, ich habe gerade nachgeladen. Oh yes. Alle. Jawohl! Schlüsselkarte! Ich bin fast tot. Oh, oh, oh. Ist es eine Welt? Ja!
Perfekt. Okay, machen wir das Tor auf. Hier los. Uiuiui. Hab dich. Das klingt nicht gut. Eieiei. Wo kam der andere her? Da oben. Oh, 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 oh. Was machst du denn? Ah, verdammt. Ich spule das mal zurück. Das ist irgendwie nicht das, wie ich es mir vorgestellt habe. Und wo war der dritte? Der war da unten. Okay. Das haben wir geregelt. Weiß nicht, ob ich mit dem Aufzug fahren will, aber hey. Ab dafür. Geht's da nicht? Ach so, muss ich wieder die Tür eintreten? Let's go! Bam! Die Sterbensschreie von denen sind immer so lustig. Gut, hier ist nichts weiter. Denke ich. Kann man irgendwie einen Spind aufreißen? Jawohl. Aber haben wir ja schon. Da ist noch was. Schön. Ah, yes. Okay. Nächste Tür. Bam. Wir sind auf Mars. Leute, wir sind auf Mars. Fuck, ich triff den nicht. Munition leer. Mal schnell was anderes nehmen. Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Ups. Okay, noch mehr? Noch mehr? Kommt her! Ich kriege euch alle! Das klang nicht sehr überzeugend. Was ein Moment! Kletterst irgendwo hoch, geht die Scheibe erstmal zu Bruch. Wow. Ah. Mensch. Okay, wir müssen wieder ein Tor aufmachen. Sicherungscode notwendig. Ich habe doch diese hübsche Karte hier gekriegt. Ist natürlich nichts davon. Brauche ich noch eine Schlüsselkarte? Mal kurz gucken. Warte, stand da noch was irgendwie? Sicherungscode notwendig.
Kriege ich den denn her? Steht irgendwas auf den Plakaten? Nee. Oh Gott. Martian Probe. Phobos und Deimos. Hier komme ich nicht durch. Was habe ich übersehen? Das zu. Und mal kurz auf die Karte gucken. Da geht's wieder raus oder nochmal genauer hier hinschauen. Ist ja noch irgendwo eine Tür vielleicht. Da war ich gerade. Was ist das? Rohre? Okay. Wow. Die sind so random. What? Vielleicht kann ich ja hochfahren, also ganz hochfahren, aber das könnte gefährlich werden. Wir probieren es trotzdem mal. Nee, geht nicht, okay. Sicherheitscode, Sicherheitscode. Wo krieg ich einen Sicherheitscode her? Ich muss da ja irgendwie raus. Vielleicht doch irgendwo hier. Das ist die kugelsichere Weste nur. Und die anderen Schränke kann man anscheinend auch nicht öffnen. Ne, hier ist nix. Ist das eine Tür? Nein. Oh, vielleicht kann ich ja mit der Taschenlampe irgendwas reißen. Für was habe ich das Ding? Was ist da oben? Moon Exhibit Lobby. Ancient Civilizations. Nee. Boah, was für ein Sicherheitscode. Oder Sicherungscode. Was ist da los? Ich kann ja nicht mal irgendwie was ausrüsten. Vielleicht kann ich es ja tasern. Versuch was wert, okay. Drauf schießen? Nee, jetzt habe ich Munition verschwendet. Gehe ich nochmal zurück. Irgendwie muss ich doch eine Info haben. Sicherheitsschlüsselkarten suchen. Habe ich gemacht. Brauche ich vielleicht noch eine? Ist das nicht die richtige? Man kann das leider auch nirgendwo sehen, weil irgendwie alles nur Waffen sind. Und eine Taschenlampe ist eine Waffe. Ja, ich gehe sehr stark davon aus. Okay, gehen wir nochmal zurück. Vielleicht haben wir ja wirklich einfach nur was übersehen.
Höher komme ich ja auch nicht, glaube ich. Außer man kann das hier irgendwie lahmlegen. Ich schieß mal drauf. Oh Gott. Lässt sich echt schlecht steuern. Sollen. Ah. The more you know. Wir haben ja auch schon Schlösser aufgekriegt mit unserer Waffe. Kriegen wir auch einen Aufzug zum Laufen. Ah, reicht das? Ne, das reicht wahrscheinlich nicht. Ein Stück zurück. Zurück, sage ich. Oh, wie alles ineinander klippt. Das sieht so lustig aus. Ach Gott. So, jetzt. Komm wieder raus. Ich weiß, dass du da bist. Jawohl. Fix nachladen. Oh, da liegt noch eine Waffe. Sehr gut. Kommt die hier noch einmal schon wieder her? Okay, los geht's. Stand da nicht gerade noch einer? Könnt schwören, da war noch einer. Da ist sie. Kampfgewehr. Was kann das denn? 30 Schuss. Das sieht aus wie eine Flinte auch. Okay. Let's go. Die sind so random manchmal. Leute? Okay. Kann ich das drücken, ohne mir weh zu tun? Ach so, ich kann den Aufzug wieder so benutzen. Und noch eins. Na, ob gleich noch jemand kommt? Würde mich nicht wundern. Sieht clean aus. So, jetzt aber. Lass mich durch. Geht doch. Bye bye. Oh shit. Oh shit. Da war die Waffe leer. Mein Gott. Wo, wo, wo? Da. Oh nein! Ah. Gehen wir nochmal zurück. Kurz ein bisschen aus der Schusslinie raus. Okay. Hab ich dich. Wo war der andere? Doch, da war noch einer. Hab ich ihn schon? Oh, na dann. Dann ist ja alles klar. K3G4. Das wird immer spannender hier mit den Waffen. Oh, nicht schlecht. Direkt mal ausrüsten. Das wollte ich nicht.
So. Nichts wird verschwendet. Ah, doch, da ist noch eine. Ist tot? Ja, ist tot. Guck mal, die Mondlandung. Schön. So sah Neil Armstrong aus. Genau so eckig. So eckig wie alle hier. Alright. Wow. Noch einer. Jetzt reicht's aber. Will er nicht einfach tot bleiben? Noch eine kugelsichere Weste, das ist schön. Ich will hier eigentlich hochklettern. Okay. Und hab. Ups. Das war knapp. Ups. Ups. Das hat mich das Leben gekostet. Dreh dich einfach nur um. Ja, genau. Und dann gehst du da rein. Jawohl, gut geschafft. Nein, 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 nein. Das, die Steuerung. Warte. Nee, Moment, noch keine Cutscene, ich wollte. Na gut. Liam, ich bin drin. Was gibt's? Ich hab sie in der Dinosaurier-Ausstellung. Du musst verhindern, dass Mara ihn tötet. Nur Fagin weiß, wo das Virus produziert wird. Und nur Mara weiß, wo Römers Basis ist. Ich finde eine Lösung. Ja, speicher mal auf der imaginären Memory Card. Alright. New York City. Dinorama-Ausstellungszentrum. Nachricht von Lian. Aramov verhört Fagin in der Nähe der Dinosaurier-Ausstellung. Mein Empfang wird immer schlechter, aber sie sagt ständig was über Siphon-Filter. Wir brauchen Informationen sowohl von Aramov als auch von Fagin. Du musst verhindern, dass Aramov Fagin umbringt, ohne sie dabei zu töten. Oh, aber das kann ich doch gut. Der Eingang zur Dinosaurier-Ausstellung ist in der Haupthalle, wo der Empfang war. Wie komme ich dorthin? Weiß nicht. Ich schau mal, ob es einen anderen Weg gibt. Weiß nicht. Schön. Gut. Ja, einmal nachladen. Perfekt. Gibt's hier noch was Schönes? Oh, Gegner. Komm raus. Ist das der Gang, wo ich reingekommen bin? Nee, das ist ein anderer Gang, okay. Erstmal Munition mitnehmen. Hier bin ich wahrscheinlich reingekommen, hier komme ich nämlich nicht mehr raus. Oh, kurz bequemer machen. Ah. Okay. Let's go! Okay, schade. Was ist er denn hier? Achso. Du bist jetzt über der Halle, aber ich kann auf den Plänen keinen Weg nach unten finden. Ich denk mir was aus. Wieso wird das immer in meine Hände gelegt? Kannst du vielleicht einfach da drüber springen? Nee, kannst du nicht. Sind das Luftballons? Nee, das war nix.
Ich nehme mal die Taschenlampe. Gucken, ob ich was sehe. Nein. Komm ich da hoch? Junge, springst du? Nee. Taschenlampe ist es auf jeden Fall nicht. Vielleicht kann ich ja hier den Taser benutzen. Wie auch fliegt. Das sieht so witzig aus. Man kann die Luftballons kaputt machen. Oh. Sorry, Kleinspielerei. Komm ich da runter? Mensch. Alle Dinosaurier, Sicherheitsraum. Von da kam ich. Aber das ist unter mir, da komme ich nicht hin. Fegen darf nicht sterben, Aramov nicht töten. Ich nehme trotzdem erstmal wieder das Gewehr. Okay, ich gehe nochmal zurück. Vielleicht finde ich noch einen anderen Weg. Vielleicht auch sonst durch die Tür, durch die ich vorhin gekommen bin. Ich denke, dass es die zumindest war. Oder hier lang. Kann ich irgendwas aufmachen? Nope. Und nope. Kann man denn auf diesen Bildern was erkennen? Nee, da will er auch nicht raus. Sind wir denn hier? Ja, habe ich mir gedacht. Aber da geht's auch nicht weiter da hinten. Das geht in die völlig falsche Richtung. Okay, ja, dann haben wir ja nur einen Weg. Hier ist noch ein Computer. Kann ich da irgendwas machen? Auf den Tisch steigen. Ja, schön. Hier ist nichts. Wait. Die Munition gar nicht mitgenommen. Es geht. Ich frage mich, ob ich das irgendwie abschießen kann, damit ich da durchspringe, aber es geht halt nicht kaputt. Falls es überhaupt kaputtbar ist. Nein, das war nur Munitionverschwendung. Da hoch springt er auch nicht. I don't know. Was ist das hier? Das Glas, was ich kaputt schießen kann? Nope. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gerade richtig stuck. Das ist wirklich nur der Bereich. Da ist sonst nichts. Ich habe keinen Plan.
Ich bin richtig stuck. Komm ich hier rüber? Auch nicht. Hier? Kann ich die Tür einfach hochklettern vielleicht? Nee. Was ist hier unter mir? Noch mehr Ballons. Ja. I actually don't know. Ich leuchte hier nochmal eben die Ecke aus. Nee, das ist echt überhaupt nichts, wo man irgendwie drankommt. Ah, ich habe eine Idee. Vielleicht kann man dieses Dachding, was auch immer das ist, diesen Schirm runterschießen. Ich probiere das mal. Das ist ja hier an Seilen befestigt, wenn ich das richtig sehe. Oder sind das Gitter? Erkennst du auch einfach nix? Okay. Das war vielleicht nicht so sinnvoll. Okay, noch ein Stück. Nee, da passiert nichts. Ha. Sehr mysteriös. Nimm nochmal den Taser. Damit kann ich zumindest die Luftballons kaputt machen. Aber ob das einen Sinn hat? Ich meine, vielleicht wird das von den Luftballons getragen. Ich glaube nicht. So viel Fantasy ist es dann doch nicht. Was zur Hölle? Wieso geht das hier nicht? Aber Hauptsache, man kann die Lampen kaputt machen. Vielleicht hilft das ja. Machen wir die Lampen kaputt. Und schön, dass das alles mit dem Taser geht. Dann muss ich keine Munition verbrauchen. Ja, an die komme ich nicht ran. Und die da? Nee, die ist auch zu weit weg. Vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, das alles kaputt zu machen, aber... Ich komme mir gerade vor wie am Sonntag in meinem Skyrim-Stream, wo ich einfach nicht mehr aus den Katakomben rausgekommen bin. Das war fast so ähnlich, nur dass ich da keine Lampen kaputt gemacht habe. Ja... Was hilft? Nachgucken hilft, habe ich mal gehört. Ich schaue jetzt mal ganz fix nach, ob ich irgendwas dazu finde. Okay, jetzt habe ich das Mikro auch wieder angemacht.
Angeblich muss man hier doch hochspringen. No way. No fucking way. Wieso ging das die ganze Zeit gerade nicht? Ich habe die ganze Zeit springen gedrückt. Ja, dann kann ich mich nämlich fallen lassen, denke ich. Durch die Decke durch. Ah, eine Glaskuppel ist das. Oh, fuck. Jetzt habe ich hier so ein Taser ausgerüstet. Komme ich nicht weit mit. Die da, die will ich. Gut, den habe ich schon mal getroffen. Dann gehen wir weiter. Gott, wo? Komm hier durch? Tatsache. Aber ich will die eigentlich erstmal platt machen. Komm runter. Gebt mir eure Munition. Die kann ich echt gut gebrauchen. Scharfschützengewehre, na gut. Besser als nix. Geht's hier auch lang? Nee. Hätte mich auch gewundert. Ja, dann geht's los, ne? War auf einmal dunkel gewesen. Oh, ein T-Rex! Das ist ja fast wie ein Jurassic Park. Schön. Ich würde auch gerne noch eine Dino-Ausstellung nehmen. Ist hier noch irgendwas? Halleluja. Ah, okay, die ist fast leer. Dann wird wieder mit den eigenen Waffen geschlagen. Oder auch geschossen. Sicherungscode notwendig. Schon wieder? Okay, wo habe ich diesmal einen vergessen? Im Dino-Arsch. Ah, vielleicht liegt die hier oben irgendwo. Mal hochgehen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Jawohl. Schlüsselkarte aufgenommen. Auf der anderen Seite noch irgendwas. Sieht nicht so aus. Au. Boah. Mit dem Finger angeschlagen. Okay. Let's go. Hab ich dich. Ich soll vielleicht aufstellen. What? Komm hier auf einmal hin. Oh nein! Das war jetzt uncool. Wieso ist eigentlich die Tür zugegangen? Ich wollte mir noch eine Weste holen.
Eieiei. Jesus, gar nicht so einfach hier. Rennt der einfach weg? Komm wieder her? Hallo? Kommst du wieder raus oder was? Dein Kollege da gleich mit. Feiglinge. Verdammt, Waffe leer. Okay, nehmen wir die. No! Ey, von zwei Seiten ist gemein. Geht doch. Das war aber schnell. Sagen Sie mir, wo die Viruslabore sind. Ich weiß es nicht. Raus mit der Sprache oder ich töte Sie. Ich kann es nicht sagen. Töten Sie mich nicht. Ich zähle bis 10, dann reden Sie. Oh Gott. Bitte nicht. Ich bezahle. Kann ich die von hier unten irgendwie tasern? Hat die den gerade schon erschossen? Oh! Okay, nochmal von hier. Sie hat gesagt, sie zählt bis 10. Wieso hat sie das nicht getan? Hallo? Was, wirklich? Ich weiß es nicht. Raus mit der Sprache oder ich töte sie! Ich kann es nicht sagen. Jawohl! Lebt Mara noch? Ja. Jetzt sind ein paar Antworten. Fällig. Schnell, da kommen noch mehr Sicherheitsleute. Okay. Nehmen wir jetzt mal das Kampfgewehr. Wo bekommen die? Wie komme ich denn da hoch? Muss ich auf den Dino klettern? Ah, Tatsache. Ui. No! Okay. Bevor wir weitergehen, lass mal ein paar Gegner platt machen. Ah, verdammt, das ist nicht gut. Vielleicht kann ich denen auch einfach ein bisschen entgegengehen. Die kommen wahrscheinlich nicht, wenn ich nicht auf den Dino steige. Ah, das sind die von vorhin. Yes. Ob ich an denen ihre Westen rankomme, das wäre jetzt ideal. Kann er durchlaufen? Nee, kann ich nicht. Verdammt, zu weit weg. Und die haben auch keine Westen dabei. Okay. Da müssen wir wohl durch.
sollst da hochgehen. Hör auf nachzuladen, es bringt eh nichts. Das ist eine Flinte. Na, geht doch. Da sind sie. Schießt denn du hin, Junge? Triffst du auch? Ich verstehe das nicht. Irgendwie trifft er nicht. Gerade. Okay. Nochmal. Vielleicht nehme ich auch einfach so lange nochmal eine andere Waffe. Keine Munition. 33. Ich habe irgendwie nicht mehr so viel Munition für alles. Dann nehmen wir die G18. Geht doch. Die trauen sich jetzt nicht, weil ich den anderen erledigt habe. Gott, ey, schon wieder eine kugelsichere Weste. Geht doch. Okay. Einer noch. Ah, sorry. Nein! Okay, nochmal. Nochmal. Den kriege ich auch noch klein. Anscheinend kann man besser zielen, wenn man geduckt ist mit dem Ding. Oder auch nicht. Egal. Neue Munition. Perfekt. Ah, fast. Jawohl. Brute Force. So, kommen wir jetzt da hoch, bitte? Es reicht. Die hat sich doch schon längst erholt von dem elektrischen Schock. Wie, da kommen jetzt noch mal mehr. Springen. Jawohl. Sehr schön. Geh runter. Leanne, Bergungstruppe bitte. Wir müssen sie verarzten, bevor wir was aus ihr rauskriegen. Roger, ist unterwegs. Yay! Ein Abschnitt geschafft. Mit sehr viel Verwirrung. Okay. Rosowka, Kasachstan. Römers Basis. Nachricht von Markinson. Normalerweise wird eine solche militärischen... Das ist ein Druckfehler, aber ich fange nochmal an. Normalerweise wird eine solche militärische Operation von unseren Army Ranger Agenten ausgeführt. Doch in diesem Fall beauftrage ich sie. Suchen und prüfen Sie den Bestand des Raketenarsenals der Basis. Legen Sie C4-Sprengsätze an den entscheidenden Stellen und eliminieren Sie Gabrek, den Basiskommandanten.
Außerdem müssen Sie das Flugabwehrradar der Basis deaktivieren, bevor Lian die Evakuierung in die Wege leiten kann. Wenn Sie die Sprengsätze gelegt haben, bleibt Ihnen nicht mehr viel Zeit bis zum Abholen. Right. Ich weiß jetzt, warum jede Mission schiefgelaufen ist. Der Geheimdienst hatte ein Leck. Ganz oben. Benton natürlich. Sie wussten es? Sie sind wichtig für mich, Logan, aber Sie erfahren nicht von allen Aktivitäten des Geheimdienstes. Ich wusste schon seit einiger Zeit, dass Benton auf zwei Hochzeiten tanzt. Auf wie viele Missionen haben Sie uns geschickt, bei denen Benton uns hätte draufgehen lassen können? Wir tun, was nötig ist, Logan. Bleibt sie jetzt kooperativ. Wir alle. Hebt sie auf. Was haben Sie noch herausgefunden? Wir haben mehrere Dateien von Fagans Computern heruntergeladen. Es wird eine Weile dauern, bis der Nachrichtendienst den Code von Falcon geknackt hat. Aber Fagan muss irgendwo ein Viruslabor haben. Fagan ist verschwunden. Interpol konnte ihn noch nicht ausfindig machen und von Römer fehlt auch noch jede Spur. Römer operiert von einem ehemaligen Sowjetstützpunkt in Nordkasachstan aus. Unsere Spionagesatelliten haben die genaue Position der Anlage festgestellt. Das Außenministerium muss der Regierung von Kasachstan klar machen, dass die USA nichts mit der Operation zu tun hatten. Der Hubschrauber setzt sie eine Meile vor dem Stützpunkt ab, gerade außerhalb ihrer Radarreichweite. Hoffentlich wird ihre Ankunft durch den Blizzard getarnt. Sie müssen zu Fuß rein und vor der Evakuierung ihr Flugabwehrleitradar ausschalten. Sieht aus wie Langstrecken SS-23. Ja, deshalb schicke ich Sie. Bevor Sie den Timer einstellen, müssen Sie das Raketenarsenal und die Abschusscodes ausfindig machen. Wir wollen wissen, wo er die her hat. Sie kriegen mehrere C4-Sprengsätze mit, die Sie an diesen Tanks anbringen. Das sollte reichen, um alles hochgehen zu lassen, was er an Waffen hortet. Das ist Wladyslaw Gabrek, Römers Stützpunktkommandeur. Er ist persönlich für die Sicherheit verantwortlich. Und der Ausweichplan? Falls was schief geht, halten wir einen anderen Hubschrauber 2 Kilometer südlich bereit. Wenn ich Römer finde? Eliminieren Sie ihn. Okay. Oh Mann, ich hab noch Tee. Eiskalt. Ich bin drin. Der Funkverkehr zeigt Alarmstufe gelb. Geh den Patrouillen aus dem Weg. Wenn die Basis alarmiert ist, bleibt dir nicht mehr viel Zeit für deine Aufgaben. Roger. Dann mache ich doch mal hier einen Speicherstand. Okay. Komme ich irgendwie leise durch? Gasgranaten. Die nehmen wir doch mal mit. Muss ich leise sein? Verdammt! Ah, okay, das war vielleicht keine gute Idee. Dann sind wir lieber leise. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich meine ganzen gesammelten Waffen immer wieder verliere, aber wahrscheinlich, weil es auch keine Munition für die gibt. Okay. Den kann ich bestimmt mit dem Scharfschützengewehr aus. Wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ich habe gerade einfach die Waffe gewechselt. Was? Select vielleicht? Tatsache! Ja, mega. Dann machen wir das doch so. Ist das der Kopf von ihm? Damn. Das war keine gute Idee. Ist er zu weit weg? Lass doch mal stehen. Ich will deinen Kopf treffen. Okay, dann versuche ich einfach durchzugehen. Oh, fuck. Den Scheinwerfer habe ich gerade nicht beachtet. Uiuiui, da ist auch einer.
Verdammt! Was? Was passiert? Ich wollte doch nur loslaufen. Verdammt! Wer sieht mich? Okay, gehen wir nochmal hierhin zurück. Bleib mal kurz hier. Verdammt! Wo? Ist das der da oben, oder? Mies. Oh Gott. Verdammt! Nee, doch nicht. Ach, dann weiß ich auch nicht. Verdammt! Ich weiß, dass die Mission zwar nicht scheitert, aber ich finde das dann irgendwie ein bisschen seltsam. Was ist hier los? Ja, hier ist viel los. Siphonfilter ist los und ich komme hier irgendwie gerade nicht unbeobachtet vorbei. Willkommen auf jeden Fall. Verdammt! Ach, egal, dann versuche ich es halt so. Oh Gott, wo kommt der denn her? Ich muss nachladen, Junge. Entschuldigung. Oh Gott, sind das viele. Keine gute Idee. Ist das ein PS1-Spiel? Ja, das ist ein PS1-Spiel. Ein sehr altes PS1-Spiel, wie man sieht. Genau, aber das spiele ich jetzt im Zuge meiner Retro-Spiele. Meine Waffe ist leer, nein! Ah! Hilfe! Okay, ich weiß was. Ich spule jetzt einfach das nochmal zurück. Mann, regt mich das auf. Am besten hierhin. Du kannst mich nicht gesehen haben. Ich war vorsichtig. Vielleicht kann ich den ja tasern. Verdammt! Der lässt sich nicht tasern. Wär ja eine Option gewesen, ne? Wieso hat er mich gesehen? Dann geh ich mal hier hin. Ich habe einen Tank gefunden. Ach, da steht noch einer. Na, den habe ich vorhin natürlich nicht gesehen von meiner Position aus. Mal gucken. Wobei, ich habe ja das Scharfschützengewehr ausgerüstet. Das freut mich, dass dir das mit den Retro-Games gefällt. Ich finde das auch eine sehr coole Idee, weil... Ich mag Retro-Spiele und es ist noch schöner, wenn man die Spiele noch nicht gespielt hat, so wie das hier. Aber es ist auch irgendwie ein bisschen anstrengend, aber irgendwie macht es trotzdem Spaß. Ich glaube, ja, das ist das Wichtigste. Es macht Spaß. Okay, zurück. Verdammt! Wie?
Okay, egal, egal. Ich gehe einfach jetzt hier durch. Kontaktieren, alles klar. Laut Nachrichtendienst sind die Bunker mit Bewegungsmeldern gesichert. Du musst sie ausschalten, um reinzukommen. Wo sind die Schalter? Einen halben Kilometer südöstlich von dir. Schau auf deine Karte. Verdammt! Was? 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 Von wo? Okay, ich muss das nochmal zurück machen. Das funktioniert so nicht. Verdammt! Ah, scheiße. Verdammt! Ja, verdammt! Ja, die muss es jetzt tun. Boah, ist das nervig, ey. Wo ist denn da noch einer? Da links. Guck runter! Nur noch zwei Schuss, das geht nicht gut. Muss da mal eben durchrennen, glaube ich. Verdammt! Was haben wir denn gekriegt? Eine PK 102. Gut. Gott, von wo kommen die denn alle? Keine Panzerung mehr. Das ist nicht gut. Ah, verdammt, ich habe das ja vorhin vergessen zu machen. Ich sterb gleich wieder. Nein! Ah, ich muss das zurückmachen, das bringt nichts. Wie kriege ich das hin, dass die mich nicht sehen? Schwierige Kiste. Okay. Gehen wir nochmal hier hin. Ups. Verdammt! Okay. Verdammt! Ist klar, es ist der da oben, der mich sieht. Vielleicht kriege ich den ja ausgeschaltet dann. Oh Gott. Yes. Oh, yes. Das hat gut geklappt. Mein Gott. Ja, gut, dass ich zurückspulen kann, weil... das wäre echt mies. Ich müsste so oft neu starten einfach. Das wäre wahrscheinlich auch zum Zusehen sehr, sehr einseitig. Das war keine gute Idee. Okay, der steht eben im Rücken zu mir. Dann kann ich den auch ignorieren. Okay. Hier ist ein Tank. Okay, let's go. Ich habe den ersten Sprengsatz gelegt.
Warum soll ich sie hier kontaktieren? Da ist noch ein Typ. Mann! Geht's da drüben eigentlich weiter? Nee, da ist ein LKW. Okay. Oh Gott, da ist noch einer. Erstmal ein Schnaps, ja. Gute Idee. Warum eigentlich nicht? Das war nicht so gut. Das hat er auch nicht mitgekriegt. Doch, das hat er mitgekriegt. Der hat sich schnell bewegt. Schnell hier durch. Nicht vom Licht erfassen lassen. Verdammt. Ah, na super. Okay. Versuchen wir es nochmal mit Durchschießen. Meine Panzerung ist gleich schon wieder durch. Und meine Waffe ist leer. Was? Wo? Ja, da. I don't see shit. Nee, das hat echt keinen Sinn so. Ich muss die entweder leise töten. War ich denn gerade? Leise töten. Oder vorbeischleichen. Eins von beiden. Mehr geht nicht. Der sieht mich nicht. Das ist gut. Aber da ist einer. Vorsicht mit der Lampe. Okay, komm, dreh um. Der bewegt sich so schnell. Keine Ahnung, ob ich den platt kriege. Könnte höchstens versuchen, auf die andere Seite zu rennen. Aufstehen. Und los. Hat funktioniert. Spannend. Und natürlich sieht er mich dann. Okay. Ich bin auf der anderen Seite und ich ziele. Verdammt. Jetzt hat er mich nicht gesehen. Okay. Interessant. Wieso treffe ich nicht? Geht doch. Hallo, ich habe nicht so viel Schuss. Da ist keiner. Oh, wow.
dass es die anderen Guards auch einfach nicht juckt. Oh Mann, das spule ich zurück, das ist Verschwendung von Ressourcen. Das treffe ich nicht. Ja, geht doch. Ist ein bisschen off mit dem Aiming. Ist noch einer? Yes. Und da läuft einer rum. Zwei sogar. Ich warte mal, bis er seine Runde fertig hat. Drei weitere Sprengsätze legen. Oh Mann. Mal auf die Karte gucken. Kraftwerk, Kommunikationszentrale, Bunkerhaupttor. Ja, von da kam ich, ja. Wo komme ich denn da hin? Muss ich da überhaupt hin? Also C4-Sprengsätze an drei weiteren Benzintanks legen, klar. Gabrik eliminieren und Schlüsselkarte holen. Okay. Mal gucken, ob wir das heute noch hinkriegen. Ansonsten, es gibt immer ein nächstes Mal. Die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Kommt man hier durch? Nope. Nicht? Ist wahrscheinlich doch oben über die Brücke oder so. Verdammt! Ah! Voll reingelatscht. Verdammt! Schon wieder! Aber empfindlich auf der Ecke. Geht doch. Ob ich die auch kaputt schießen kann? Aber ich habe nicht mehr so viel Schuss. Verdammt! Zu früh losgelaufen. Jetzt. Auch nicht rein. Ja, dann muss ich wohl da oben lang. Let's go. Der sieht mich ja glücklicherweise nicht.
Wäre toll, wenn jemand von denen hier ein Scharfschützengewehr hätte, dann hätte ich mehr Schuss. Man kann nicht alles haben. Oh Gott, sind das viele hier. Zwei Schuss. Top, die Wette gilt. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Vielleicht kann ich den von hier oben noch eliminieren. Yes. Ah! Nein! Spul jetzt zurück. Und gucken, ob ich hier hochklettern kann. Das wäre ideal. Natürlich nicht. Das ist gelockt. Du musst unten lang gehen. Nur so könnte ich die Wachen sehen. Okay. Die anderen beiden scheinen weggegangen zu sein. Wie nah ist das an der Wand? Gar nicht so nah. Das ist gut. Bitte gib mir Scharfschützenmunition. Nein, Nachtsichtgewehr. Auch gut, auch gut. Kannst du da vielleicht mal vorbeilaufen? Gasgranaten, noch mehr. Oh, die könnte ich auch benutzen. Hab ich ganz vergessen. Mann. Sehr unklug. Oh fuck. Verdammt. Das war keine gute Idee. Keine Gegner erstmal. Da hinten. Ist hier noch irgendwas Cooles? Hallo? Nee. Okay, dann muss ich mal gucken, ob ich damit umgehen kann. Ups. So schon mal nicht. Oh, sag mir nicht, damit kann man Auto-Aiming machen. Okay. Anyway, weiter geht's. Vielleicht komme ich hier ja leise durch, ohne dass die mich sehen. Wahrscheinlich eher nicht. Okay, gehen wir mal hier hoch. War keine gute Idee. Da brauche ich wohl so eine Granate. Ah, der da oben könnte mir gefährlich werden. Okay. Oh, cooles Teil. Verdammt. Was? 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 Ich habe nur eine Sekunde nicht hingeguckt. Nochmal.
Zurück zum Nachtsichtgerät. Was ist der Kollege? Shit. Jetzt hat er mich gesehen. Also nicht gesehen, aber bemerkt. Oh, komm schon. Na gut, dann muss ich da wohl durch. Ah, ja. Schön. Verdammt. Nein! Voll die Lampe ignoriert. Oh ja, da muss ich hin. Klatsch hier mal ein C4 dran. Gut. Vorne ist auch noch einer. Könnte das der Kopf sein? Jawohl. Dass sie sich nicht wundern, wenn ihre Kameraden einfach auf einmal tot am Boden liegen. Mir soll's recht sein. Hallo. Schön, dass du auch wieder da bist. Yes! Der hat gut gesessen. Jetzt noch dich. Jawohl! Intens! Hier ums Eck auch noch einer. Ah, okay, den sehe ich von hier noch nicht. Erstmal, wow. Wow. Erstmal will ich die Kiste öffnen. Kampfgewehr. Verdammt! Oh, Mensch. Aber vielleicht will ich das ja gar nicht. Du bist froh, wenn die Woche vorbei ist? So schlimm. Aber ja, Wochenende ist immer schön. Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Verdammt! Nee, das war keine gute Idee. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ach, ich lasse das Kampfgewehr einfach Kampfgewehr sein und gehe weiter. Verdammt. Oh! Ups! Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, dann gehen wir vielleicht auf die andere Seite. Nein, ich... Junge! Verarsch mich nicht! Ich muss irgendwie auf die andere Seite, weil da... Verdammt! Das hat nicht geklappt. Okay, komme ich über den Zaun? Hoppla. Nee, der hat so dummen Stacheldraht, da kommen wir nicht drüber. Nee, muss von der anderen Seite kommen. Wieso stehst du da und wieso... Ah, mein Gott, brauche ich wohl eine Granate. Volle Granate.
Verdammt! Wieso hast du mich gesehen? Ich war so vorsichtig. Schmeiß mal. Nee. Das war nix. Das hat jetzt geklappt. Es war knapp, aber es hat geklappt. So. Wieder das Gewehr ausrüsten. Und hier ein bisschen auf die Lampen aufpassen. Oder Lampe. Ach du Scheiße! Wo kommt die denn her? Uff! Haben die mich einfach in die Luft gejagt? Ich fass es nicht. Okay, auf euch wartet dann glaube ich auch eine Granate. Gott! Komm schon. Wo ist da jemand? Komm ich da durch? Hallo, hallo? Nee, ich muss noch auf die andere Seite. Verdammt! Da ist ja noch ein Tank gewesen. Oh, los. Eieiei. Was ein Stress hier. So, was war es jetzt noch? Ein weiterer Sprengsatz, oder? Ja. War es an 11 weiteren Benzintank? Ich glaube, das ist ein Tippfehler. Das sollte wahrscheinlich eine 1 sein. 11 wäre schon ein bisschen hart. Was ist das denn hier für random Poles? Stehen die einfach so rum hier. Ah, da ist er ja. Direkt. Oh. Oh, 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 oh. Den muss ich eliminieren. Kommt in meine Richtung? Ich glaube, ich muss ihn eliminieren. Ja, und Schlüsselkarte holen. Perfekt. Ah, shit, die kommen wirklich hierher. Okay, alles oder nichts. Ja, nee. Dann eher nichts. Okay, ich gehe noch mal... ja, hierhin zurück. Mach das schnell mit dem Tank. Letzter Sprengsatz. Ich setze den Timer, sobald ich auf dem Dach bin und das Radar deaktiviert habe. Verdammt! War wahrscheinlich jetzt auch wieder keine gute Idee, aber gucken wir mal, was bei rauskommt. Ich habe ziemlich viele Wachen eliminiert auf meinem Weg durch dieses Lager. Wo ist er denn hin? Ja gut, ich habe natürlich nicht mit random weiteren Wachen gerechnet. Oh shit. Nee, das wird. Uff. Das wird so nix. Okay, dann. Letzter Sprengsatz. Ich setze den Timer, sobald ich auf dem Dach bin und das Radar deaktiviert habe. Roger.
Welches Radar, welches Dach und... Ha? Sheet? Die kommen natürlich auch schon. Wenn ich hier bleibe, sehen sie mich dann vielleicht nicht. Ich setz mich jetzt einfach mal hier in die Ecke. Die habe ich wirklich nicht gesehen. Die habe ich wirklich nicht gesehen. Jetzt gehen sie zurück. Damn, das ist eine echt gute Tarnung, die ich da habe. Wow. Okay, gucken wir mal, was wir den vielleicht direkt mal platt kriegen. Shit, das haben die mitgekriegt. Na gut, dann nicht. Verdammt, ich speichere das jetzt hier erstmal. Nicht laden, nicht laden. Ja, bitte speichern. So. Was? Eine Gasverpuffung abbekommen? Wie? Holy shit, das klingt schmerzhaft. Ich hoffe, es geht dir trotzdem gut, ne? Auch wenn der Bart das meiste abgehalten hat, anscheinend. Uff. Mein Gott. Let's go. Wieso treffe ich den nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt mein Fehler. Jetzt aber. Habe ich Alarm ausgelöst? Sieht nicht so aus. Oh shit. Verdammt! Scheiße! Das schaffe ich doch nicht! Okay, okay, okay. Ich meine, ich bin über 2 Stunden schon dran. Ich glaube, vielleicht war es das auch erstmal. Ich werde auch langsam unkonzentriert. Nochmal kurz Chat gucken. Eieiei, das klingt echt fies, ey. Also ich, ja, ich hoffe trotzdem, dass es dir gut geht, natürlich, ne? Ja, genug gestorben, das auch, ey, boah. Und dieses Schleichen, es nimmt halt sehr viel Konzentrationsfähigkeit von einem weg. Also, das war irgendwie kein Deutsch, aber you get it. Ja, dann mache ich nächste Woche hiermit weiter. Oder ich mache was anderes. Ich krieg noch einen HDMI-Splitter, dann kann ich auch meine PS2-Spiele endlich mal aufnehmen. Dann werde ich nämlich auch da das ein oder andere alte Retro-Spiel mal machen. Genau. Und Sonntag gibt es wieder Skyrim, nicht vergessen. Skyrim um 20 Uhr. Da muss ich dann auch erstmal wieder aus dem Versteck der Diebe rausfinden. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Aber ich habe ja tatsächlich ein Skyrim-Buch mit Tipps und Tricks und vielleicht gucke ich da einfach mal rein, bevor ich weitermache. Ja, anyway. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Hab mich gefreut, dass ihr da wart. Manche kürzer, manche länger. Es macht mir einfach Freude, hier zu streamen. Also von daher, ich nehme jeden Gast gerne. Ansonsten, wenn ihr das von vorne gucken wollt, es gab ein kleines technisches Problem zwischendurch, das werde ich aber noch zusammenschneiden und morgen ist das dann auf meinem YouTube-Kanal. Könnt ihr hier im Profil anklicken, da ist der Link dazu.
Dann könnt ihr das von vorne angucken oder auch meinen anderen Kram angucken. Ich weiß es nicht. Seid glücklich mit allem, was ich habe. Oder auch nicht. Ist mir egal. ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ciao.